Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute ist schon Samstag. Die Woche ist einfach verflogen. Ja, ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Philipp und ich waren gerade in einem Coffeeshop und haben uns mit einem Freund getroffen. Und jetzt sitze ich mit Jimmy auf dem Sofa, der mich ganz verliebt anschaut, weil er sich sehr freut, dass ich wieder da bin. Ja, ich dachte, ich nutze den Vlog dieses Mal und zeige euch nochmal ein paar Eindrücke bezüglich meines Bullet Planner Projekts. Ich werde hier auch irgendwo einblenden. Vorsicht wegen Eigenwerbung oder wie man das dann auch immer nennen mag in dem Fall. Ich werde für dieses Video auch nicht bezahlt. Ich zeige euch natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Wir kochen, glaube ich, noch ganz lecker am Wochenende. Da werde ich euch dann also auch noch andere Sachen zeigen. Also falls ihr euch für das Thema nicht so interessiert, keine Angst, es kommen auch noch andere Sachen. Ja, und ich wollte euch aber jetzt das aktuelle, nicht nur das aktuelle, sondern das finale Cover auch präsentieren. Das werde ich irgendwann auch noch machen. Und ein paar Sneak Previews geben von dem Innenteil. Wir haben nämlich letzte Woche jetzt die Arbeit offiziell abgeschlossen. Das heißt, wir haben den Umbruch final gemacht und das Ganze geht dann jetzt oder ist jetzt gerade wahrscheinlich schon Richtung Druckerei geschickt worden. Das heißt, das Drucken fängt dann jetzt bald an. Und ich dachte, ich zeige euch heute in dem Vlog jetzt endlich das finale Cover, denn es hat sich nochmal einiges getan. Und ja, teile das mit euch und ja, bin selber ganz aufgeregt. Und ach, ja, heute ist das Wetter hier bei uns nochmal richtig warm. Es fühlt sich echt surreal an. Es ist viel zu heiß für, ja, Oktober. Also es ist diese ganze Klimawandel-Thematik. Und ja, es war auch viel los auf Instagram diese Woche deswegen. Und ich habe natürlich selber auch viele Gedanken gemacht und ich bin selber auch so auf der Suche noch nach Dingen, die ich tun kann. Ich weiß natürlich auch einige Dinge, die ich noch tun kann, aber ja, ich finde es einfach auch ganz schön auf Instagram, wie einige halt darüber berichten und wie man sich gegenseitig inspiriert, was man eben auch noch machen kann. Vor allem, ja, jeder als Individuum muss ja auch irgendwo anfangen, deswegen, falls ihr da noch ein paar Ideen habt, seid so frei und kommentiert gerne unten, dann können wir uns vielleicht gegenseitig ein bisschen inspirieren. Ich bin gerade auch auf der Suche noch nach ein paar neuen kleinen so Challenges. Ich finde es auch immer ganz cool, sich selber wie so eine Challenge zu setzen und dann zu versuchen, ja, das eben zu machen. Und ja, das bereitet mir auf jeden Fall sehr viel Freude. Aber jetzt würde ich sagen, trinke ich erstmal was, komme nochmal richtig zu Hause an und dann können wir uns ja mal zusammen das Cover anschauen. Nicht wundern, ich habe hier überall Wäsche hängen. Ich zeige euch jetzt mal einen Teil, der elementar wichtig war fürs Cover. Und zwar dieses Papier hier. Den Coverentwurf habe ich tatsächlich als erstes selber so runtergeskribbelt, als ich mal am Wochenende irgendwie Zeit hatte und ich wusste halt, dass wir das Cover nochmal überarbeiten müssen. Und das hier, ich zeige es euch jetzt nochmal in der Großaufnahme. Das hier sind tatsächlich die Illustrationen, die für das Cover verwendet worden sind. Die wurden allerdings farblich nochmal angepasst. Ich selber, ich kann es euch vielleicht gleich auch nochmal zeigen, habe diverse, hunderte gefühlt, farbliche Varianten davon gemacht. Und das, was es dann geworden ist, finde ich super schön. Es ist einfach eine Farbkombination, die total zu mir passt. Und ja, ich würde sagen, ich blende euch jetzt hier das tatsächliche finale Cover ein. Also, yay, das ist es. So sieht es aus. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie uns. Ich finde einfach, dass diese ganze Farbzusammenstellung, es ist nicht direkt herbstlich, weil es trotzdem bunt und irgendwie, es ist so quasi Unisex für Jahreszeiten und es passt einfach so wunderschön zu dem Kupfer. Und ich bin mega, mega happy damit und ja, ich kann es kaum glauben, dass es jetzt fertig ist. Und ich verlinke auch nochmal alles unten in der Infobox. Ihr könnt pre-ordern und das Ganze wird dann ab dem 26. November ausgeliefert. Und man kann eben sofort dann damit anfangen. Man kann aber auch erst am 1. Januar anfangen, wie ihr wollt. Es ist ja extra flexibel gehalten. Das heißt, ihr müsst nicht euch irgendwie strikt an irgendeinen Plan halten und man kann jederzeit anfangen, das heißt, es lohnt sich auch, das Buch erst irgendwann später zu kaufen oder früher, je nachdem, wie ihr wollt. Ihr könnt es euch natürlich auch im Buchhandel angucken, aber ich werde euch auf jeden Fall im Laufe des Vlogs noch ein paar Seiten vom Innenteil zeigen, damit ihr euch auch endlich mal ein besseres Bild machen könnt, ob euch die Gestaltung gefällt, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, denn ich finde es ganz großartig und bin mega happy damit und ja, die Illustrationen sind wirklich wunderschön und ha, ich freue mich sehr, es euch zu zeigen. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything.
is actually all right. You're okay. You have more power than you like to give yourself credit for. Eine Sache, die ich letztes Wochenende nicht geschafft hatte, war, den großen Vakuumbeutel auszupacken mit meinen Jacken und dann eben den auch wieder einzupacken. Und das mache ich jetzt und nebenbei schaue ich eine Folge Grey's Anatomy. Meine Guilty Pleasure momentan. Bin ich soweit. Das ist die große Vakuumtasche, die wir dann noch zumachen müssen. Wie ihr seht, ist sie nicht ganz so voll. Das liegt daran, dass Sommersachen einfach viel weniger Platz einnehmen als Wintersachen. Aber ich bin echt sehr, sehr stolz. Hier hängen gerade noch die Jacken aus, die ich dann aufhängen werde im Flur. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt mal, wie mein Schrank aussieht. So. Hier oben sind Taschen, die ich nicht so oft benutze momentan. Und das sind meine Sachen, die gehängt werden müssen. Ich muss das noch so ein bisschen schöner hinmachen, aber so sieht es ungefähr aus. Und falls es euch interessiert, ungefähr bis hier, oder? Ja, bis hier, sind das hier noch meine Sachen. Und das muss ich auch mal sortieren. Und das ist dann tatsächlich alles, was gehängt werden muss. Und dann haben wir hier meine Hosen, ein paar Hosen, die nicht so gut, also so Seidenhosen und sowas, die habe ich da oben noch irgendwo hängen. Und das hier sind Großteil meiner Pullis. Die könnte ich noch auch hier nach vorne ziehen, aber ich wusste jetzt noch nicht, wie viel Platz ich habe oder ob ich zwei Stapel machen muss. Und da unten habe ich Sport-BHs, Sportsachen und in diesem Karton hier habe ich all meine Socken. Und dann kann ich immer hier vorne Socken hinlegen, die einzeln sind, damit ich sie dann irgendwann hoffentlich wieder zusammen, damit sie sich dann zusammenfinden. Dann habe ich hier so einen Zedernholzring. Hier habe ich noch so Mottenschutzkisten, die ich noch dazu irgendwie verteilen kann. Ja, und das sind meine Sachen. Die anderen Sachen auf der anderen Seite sind Philips, die zeige ich euch nicht. Und meine Unterwäsche habe ich inzwischen woanders untergebracht. Und zwar, ihr kennt ja unsere Nachttischchen. Ich habe meine gesamte Unterwäsche bis auf Sport-BHs. Alle in einen so einer Schublade auf meiner Seite, wo ich echt stolz bin. Also, wie ihr seht, momentan ist es echt alles ganz gut. Ich habe noch drüben, zeige ich euch auch noch ganz kurz, einen Stapel Sachen, weil ich nicht so recht wusste, ob mir das reicht. Einen Stapel so Pulli-ähnliche Oberteile und Basic-Shirts hier. Und ich weiß nicht, ob ich das dort lassen soll oder ob ich es in den Schrank räumen soll. Ich finde, das sieht hier auch ganz süß aus, aber ja. Auf jeden Fall komme ich ganz gut hin mit dem Platz. Ich denke, einige von euch werden sehr überrascht sein, weil es, ich glaube, es ist nicht so viel. Wahrscheinlich vermutet ihr, dass ich mehr Sachen habe. Aber ich mag es echt sehr gerne, die Sachen ja nach Saisons auch wegzupacken, weil ich auch dann das Gefühl habe, dass es irgendwie viel mehr Spaß macht, dann die Sachen auszupacken und wieder anzuziehen. Und man hat nicht so oft das Bedürfnis, dann neue Sachen zu kaufen, weil man ja dann quasi zweimal im Jahr zumindest eine neue Garderobe hat. Wie seht ihr das? Zum Abendessen gibt es jetzt bei uns selber gemachte Sommerrollen. Die werden wir dann einfach mit ein bisschen Wasser hier auf den Teller legen und dann kann sich jeder seine Sommerrolle selber rollen. Und wir haben Reisnudeln, dann marinierten Tofu mit Sesam, selbstgemachte Erdnusssoße. Das hier sind Liquid Aminos in diesen kleinen Behältnissen, die ich in Singapur gekauft habe. Dann haben wir Sprossen und Gurke, Frühlingszwiebel, Salat, Karotte und Koriander. Ich glaube, das war's. Hallo ihr Lieben,
Ich habe gerade meine Ausdrucke bekommen und ich wollte euch ja noch ein bisschen was zeigen bezüglich des Bullet Planners. Und ich schneide die gerade noch zu und ich dachte, damit der Vlog noch so ein bisschen mehr Inhalt und Content hat, wie man ja als Content Creator so schön sagt, zeige ich euch jetzt in der zweiten Hälfte noch so ein paar Bullet Journal Sachen und zwar mein Weekly Spread, wie ich das mache. Also quasi wie ein kleines Bonusvideo. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil ich versuche, die Seiten zuzuschneiden. Ich zeige es euch gleich mal. Ich habe quasi ein paar Sachen ausdrucken lassen. Das ist keine professionelle Druckqualität. Also bitte das nicht mitbewerten. Das ist einfach nur ausgedruckt mit einem normalen, ich glaube, mit einem Laserdrucker war das jetzt. Und ich wollte euch aber einfach ein paar Layouts ausdrucken und euch zeigen. Es ist so ein bisschen kompliziert dadurch. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob das 100% jetzt das richtige Format ist. Also das Format ist relativ identisch zu einem Leuchtturmbuch, so mehr oder weniger. Don't quote me on that. Aber so ungefähr. Und ich zeige euch gleich mal die Seiten, wie die angelegt sind. Oder ich zeige euch jetzt mal ganz kurz eine. Eine, die ich hoffentlich schön zugeschnitten habe. Und das hier ist zum Beispiel ein Weekly Spread. Aber ich zeige es euch gleich natürlich nochmal richtig. Und ich schneide die gerade alle noch zu. Und warum das ein bisschen schwierig zuzuschneiden ist, liegt daran, zum einen, dass es gerade irgendwie nicht so super hell ist und ähnlich wie bei den meisten so Moleskine und Leuchtturmbüchern sind die Seiten nicht ganz weiß, also nicht rein weiß, sondern haben, ich glaube, 7% Gelbanteil. Das ist nicht super gelb, aber es ist so, ich weiß nicht, ob ihr hier den Unterschied seht. In der Kamera kommt es gerade fast gar nicht rüber, aber hier seht ihr so einen Rand noch. Der ist weiß, der ist das Papier und dann ist hier der Druck. Und dann hat es auch meistens, bei dem sieht man es gerade nicht so gut, aber zum Beispiel bei dem sieht man es ein bisschen besser, so ein Dot Grid. Und ich versuche euch das eben zuzuschneiden, weil es eben bei der Kamera dann eh nicht so gut fokussiert sonst und dass ihr einfach, dass es realer aussieht, einfach damit ich es euch gut zeigen kann. Aber ich muss ziemlich genau dahin starren, wo denn jetzt die Kante ist, weil sonst verschneide ich mich und das ist gar nicht so einfach. Deswegen muss ich, glaube ich, jetzt kurz aufhören zu vloggen. Ja, und ich zeige euch gleich die Seiten. Das heißt, ihr könnt euch einen besseren... okay, ich sollte aufhören zu schneiden nebenbei. Das war gerade nicht so gut. Dann könnt ihr euch nämlich einen besseren Eindruck machen. Und ja, generell, ich glaube, ich habe ja schon erwähnt, am 26. November wird der Planer verschickt und kommt er offiziell raus. Vielleicht wird er dann auch schon ein bisschen früher verschickt, das weiß ich gar nicht so genau. Und einige, wenn sie vorbestellen wollen, möchten sie natürlich gerne jetzt vorher schon ein bisschen mehr sehen. Und weil jetzt gerade auf Amazon und Co. eben noch nichts gibt, das kommt aber auch bald. Es liegt einfach nur daran, dass wir gerade erst die Druckabgabe hatten. Ja, deswegen dachte ich, zeige ich euch mal ein bisschen was. Und ich plane auch ein Video zu machen, wo ich euch tatsächlich ganz genau nochmal mitnehme und euch nochmal so die Steps zeige, wie das entstanden ist. Also wie die Planungsphase aussah, wie so die ersten Entwürfe waren oder wie es dann überhaupt halt weiterging. Ihr habt ja auch gesehen, ich war in Stuttgart und habe mit der Kim gemeinsam gearbeitet, die diese wundervollen Illustrationen gemacht hat. Also diese kleinen süßen Illustrationen, die ihr seht, die sind von der lieben Kim. Und die verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in der Infobox. Und ja, es hat total viel Spaß gemacht. Was auch noch ganz cool ist, es gibt jetzt 12 Monatsthemen in diesem Planer. Und wir haben uns echt angestrengt, Themen zu finden, die saisonal einigermaßen passen, aber trotzdem nicht so vorhersehbar sind, weil wir auch, habe ich ja schon öfter mal erzählt, wir haben im Planer nie zum Beispiel, ich zeige es euch jetzt nochmal hier an so einer Wochenübersicht, da steht dann meine Woche und dann könnt ihr hier hinter eintragen zum Beispiel 7. Oktober bis da. Und dann könnt ihr hier, dann sind hier nochmal so Pünktchen und dann könnt ihr da nochmal eure genauen Datumsangaben hinschreiben und so weiter. Einfach damit, wenn ihr zum Beispiel den Planer im November schon habt und ihr wollt im Dezember gleich anfangen und nicht erst im Januar, dann könnt ihr sofort anfangen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dann den 12. Monat mit Candy Cane, Stangen und Weihnachtsbäumen gemacht hätten, wäre das ja bei einigen dann eventuell November oder vielleicht sogar März oder je nachdem, wann man halt sich den Planer kauft. Man kann sich den Planer ja auch zweimal kaufen, wenn er voll ist, neu anfangen. Und deswegen war die große Herausforderung, coole Themen zu finden, die so tendenziell, wenn man jetzt relativ bald anfängt, einigermaßen passen.
Aber eigentlich passt es auch immer. Wir haben also wirklich nichts so richtig zu 100%, also keine Kürbisse für Halloween und so Sachen. Sowas haben wir einfach nicht gemacht. Und ich möchte euch jetzt in dem Video auch nochmal eine kleine Preview zeigen für diese Monatsthemen, weil ich finde, sie sind echt toll geworden. Aber natürlich nicht alle, weil es soll ja auch ein bisschen noch eine Überraschung bleiben. Und ich werde euch aber dann in diesem Video, was ich irgendwann nochmal machen werde, auch nochmal so alle Themes vorstellen und wie wir das gebrainstormt haben. Und ja, wie wir da vorgegangen sind. Es war nämlich immer so ganz witzig eigentlich, wie wir das gemacht haben. Und ja, die Kim ist auf jeden Fall super kreativ und ihr fließen dann die Sachen auch nur so aus der Hand. Und ja, ich fand es echt mega, mega cool. Und es gibt natürlich auch so ein paar Illustrationen, die auch so inspiriert sind von Sachen, die wir schon hatten. Es gibt zum Beispiel eine Bücherliste, die man sich ausfüllen und illustrieren kann. Und die ist eben so, ja, wie so ein Bücherregal, was ich auch schon in meinem ersten Buch drin hatte. Oder diese Art von Schlafmaske kennt ihr auch von meinen Sleeplocks und so weiter. Ja, jetzt schneide ich auch mal weiter aus und dann zeige ich euch die Seiten. Und dann gibt es noch mein Weekly Spread für euch im Zeitraffer zum Mitgestalten oder Nachgestalten, wie ihr wollt. Hier seht ihr einmal die Seiten, die ich jetzt vorbereitet habe, um sie euch zu zeigen. Und zwar habe ich ein paar Monatsübersichten. Das sind die Monatsübersichten, Wochenübersichten. Und einen Jahrestracker oder eine Themenseite, das ist ein Gesundheitstracker, den kann man für seine Periode benutzen. Und einmal noch eine andere Themenseite. Ich dachte, wir fangen mal an mit den Wochenübersichten. Ich glaube, ich habe 4 Stück mal für euch ausgedruckt und es sind jeweils immer 2 unterschiedliche Wochenübersichten, die sich so mehr oder minder abwechseln. Einmal eine, wo die Tage quasi so lang gehen und dann kann man hier entweder selber noch einen Tracker hinzeichnen oder eine Box für Notizen. Und durch diese Art von Aufteilung hat man eben diese Seite komplett frei. Da kann man dann eben noch mehr Boxen selber einzeichnen, zum Beispiel Wochenziele, was könnte man noch machen, ein Braindump oder eben eine Running-To-Do-Liste oder für Leute, die noch irgendwas haben möchten, was es sonst gar nicht gibt, zum Beispiel einen weiteren Habit-Tracker oder ja, irgendeine Themenseite, die wir eben nicht unterbringen konnten. Durch diese Art der Aufteilung habt ihr ganz viele leere Seiten und hier haben wir eben so ein sehr süßes Lemon-Thema. Ihr könnt, wie gesagt, hier dann immer das Datum hinschreiben und dann haben wir hier ein kleiner Flick. Der ist da eigentlich nicht, das da ist da eigentlich nicht. Habe ich wahrscheinlich gerade beim Ausschneiden dahin gemacht. Hier könnt ihr immer dann nochmal das genaue Datum hinschreiben. Und das ist auf jeden Fall ein mega, mega schönes Design. Und dann immer noch für ein bisschen Variation gibt es dann nochmal einmal diese Variante. Da sind die Tage so aufgeteilt. Und dann habt ihr hier nochmal Platz für verschiedene Boxen. Kann man zum Beispiel hier analog darunter machen oder eben auch für Notizen nutzen. Das hier ist übrigens so eins der absoluten Lieblingsillustrationsthemen. Und ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist ein Blumenthema. Und ich wollte euch jetzt einfach nur, um nochmal ein bisschen Vielfalt zu zeigen wegen den Illustrationen, haben wir dann nochmal dieses hier. Das ist so ein Schreibwarenthema. Und ja, das gefällt mir eben auch extrem gut. Ich glaube, das war's. Also doch 3 Wochenübersichten habe ich für euch. Mega schön. Und jetzt zeige ich euch mal die Monatsübersichten. Da haben wir einmal die hier. Übrigens, wenn ihr jetzt ganz genau aufpasst, seht ihr auch eigentlich fast alle Themes. Schon nicht fast alle, aber naja, auf jeden Fall die Hälfte. Wir haben einmal hier einen Monat. Auch hier könnt ihr das zum Beispiel dann selber in Schwarz, Dezember oder was auch immer hinschreiben. Dann, um eben auf jeden Fall vorbereitet zu sein, gibt es hier insgesamt 6 Reihen. Weil es gibt Monate, die eben so blöd anfangen, dass man wirklich so viel Platz braucht. Und ja, das ist natürlich erstmal für das Design war das auf jeden Fall erstmal eine Challenge, sage ich mal. Aber ich finde, so haben wir es ganz gut hinbekommen. Und dann habt ihr hier einen Habit-Tracker, den ihr für den Monat nutzen könnt. Dann könnt ihr hier eure Habits eintragen und dann hier zum Beispiel das Ausmalen oder Punkte machen. Und ihr könnt euch dann entweder hier noch selber so ein paar weitere Illustrationen hinmalen oder sogar noch was hinschreiben, eine Quote, oder ihr lasst es einfach frei. Und das ist dann eine Monatsübersicht. Und ich zeige euch jetzt nochmal eine. Die ist vom Thema her, vom Design, eins meiner absoluten Favorites. Das ist so ein bisschen inspiriert von so Line Art Drawings und von den Poke Tattoos und so. Und ja, ich bin extrem großer Fan. Und finde es mega schön und auch sehr erwachsen.
Und auch hier ist es ja das gleiche Layout mehr oder minder. Und eben immer farblich ein bisschen Variation und angepasst. Und dann kommen wir mal zu zwei Themenseiten. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Themenseiten. Und es gibt auch Themenseiten, die ganz anders aufgebaut sind. Aber es ist sehr schwierig, das euch jetzt zu zeigen. Deswegen habe ich einfach mal zwei ausgewählt, die ich halt besonders schön fand. Und zwar könnt ihr euch hier eine Morgen- und eine Abendroutine mal festhalten. Das finde ich immer sehr, sehr cool, gerade so wie jetzt, wenn so die Seasons quasi sich ändern, also wenn es von Sommer in den Herbst geht und man so ein bisschen eine neue Routine braucht, dann mache ich das immer ganz gerne, dass ich mir einmal eine ideale Routine durchplane. Natürlich ist die da nicht jeden Tag so, aber es hilft auf jeden Fall, sowas niederzuschreiben. Und dann habt ihr hier einmal Uhrzeit und was ihr für ein To-Do dann habt zu dieser Zeit und dann könnt ihr euch das einmal runterskribbeln. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön auch von der Gestaltung. Hier haben wir jetzt einmal den Gesundheitstracker. Das ist quasi das Äquivalent zum Periodentracker. Da könnt ihr euch hier eine Legende malen. Ihr könnt euch zum Beispiel Symptome aufschreiben, sowas wie ja, eure Periode, zum Beispiel Migräne, ja, alles Mögliche, Bauchschmerzen, was auch immer für euch dazugehört. Und wir wollten diesen Tracker nicht nur Periodentracker nennen, sondern eben Gesundheitstracker, weil es ja durchaus Leute gibt, die ihre Tage vielleicht nicht haben aus verschiedenen Gründen. Oder sie sind ein Mann oder was auch immer. Der Kalender soll ja für jeden benutzbar sein. Und man kann natürlich ganz genau seine Periode hier tracken. Ich habe auch genau dieses Layout mehr oder minder in meinem Buch benutzt. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht poste ich auch parallel zu diesem Video oder zu dem Livegang des Buches oder zur Veröffentlichung des Buches ein Foto davon auf Instagram. Dann seht ihr nochmal, wie man das umsetzen kann. Und ja, ich finde es einfach gut, wenn man das so unterschiedlich, ja, also für jeden einfach irgendwie nutzbar ist. Es war natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich finde, das haben wir so ganz gut gelöst. Das heißt, wenn ihr eine chronische Krankheit habt, könnt ihr so zum Beispiel auch tracken oder eben eure Tage oder beides. Ihr habt ja hier ganz viel am Platz und könnt dann zum Beispiel mit Color Codes arbeiten. Ja, und das war dann diese Themenseite. Und jetzt bleibt mir wohl nur noch zu sagen, es kommt ein bisschen Musik und mein Weekly Spread. Ihr könnt jetzt noch sehen, wie ich mein Weekly Spread für diese Woche gebastelt habe. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, bin mega gespannt auf euer Feedback zum Planer auf jeden Fall. Ihr findet allerdings dazu in der Infobox. Und jetzt erstmal Happy Planning mit meinem Weekly Spread und bis zur nächsten Woche. Tschüss!